Hallo zusammen, ihr seid wieder genau richtig, wenn es um wahre Bodybuilding-Tipps geht hier auf meinem Kanal. Und im wahrsten Sinne des Wortes geht es hier vor allem heute um Bodybuilding. Das bitte ich nicht zu vergessen, wenn ich euch nämlich heute die Top 5 Tipps im Bereich der Ernährung gebe, um schon mal wesentlich, und damit meine ich mindestens 60-70% eurer Ernährung zu verbessern, anzupassen oder zumindest, falls ihr es schon wisst, Checkmark zu setzen, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg und auf jeden Fall über die Hälfte mache ich richtig. Denn genau so etwas ist unheimlich wichtig für uns da draußen. Warum? Ernährung ist nun mal der Bereich, der am meisten unterschätzt wird, aber auch der Bereich, der euch am meisten Kopfschmerzen, und zwar unnötige Kopfschmerzen, macht. Man kann viel zu tief in die Materie gehen, so wie es Trophologen machen würden, alles auseinandernehmen und hat trotzdem nicht unbedingt den heiligen Gral entdeckt. Denn selbst wenn man von einzelnen Nährstoffen immer wieder weiß, was sie für Funktionen im Körper erfüllen, gibt es dann doch wieder Kombinationen, richtige Zeiten und so weiter, hormonelle Strukturen, die darauf einwirken, die das Ganze dann doch umkehren. Dann merkt man, ein Vitamin ist ja total super und dann kriegt man etwas später raus, oh, das Vitamin bringt aber nichts, wenn nicht das Vitamin da ist. Und beide bringen wiederum nichts, wenn der Hormonhaushalt schief hängt und so weiter. Man kann es also alles überdenken und sich wahnsinnige Panik machen, erst recht für die da draußen, die so ein bisschen im Abnehmwahn sind, denn die haben es meistens mit dem Kopf ein bisschen schwieriger mit dem Essen, als die, die zunehmen wollen. Wiederum mehr leisten müssen die Leute, die zunehmen wollen. Und das wird auch oft unterschätzt, das kann ich hier nur mal als kleine Nebenanekdote mitgeben. Ich dachte mir immer nur wieder, mein Gott, du beziehungsweise habe mir einfach nur die Augen innerlich verrollt, wenn Leute meinten, es wäre so hart und ich hätte es so gut, wenn ich erzählt habe, dass ich Hardgainer bin und so viel kochen muss. Ich musste teilweise zu Spitzenzeiten 8-mal am Tag kochen und 2-mal in der Nacht aufstehen. Alle 2,5 Stunden ging der Wecker und hat mir gesagt, ich muss essen, sowohl tagsüber als auch nachts. Ich musste ca. 6.000 bis 8.000 Kilokalorien runterbringen und meine Shakes mit Öl zu mir nehmen. Ich habe satte 2-2,5 Stunden Zeit in der Küche verbracht und das, weil ich schnell gekocht habe und nicht mehr Zeit genommen habe und viel auf Genuss gegangen bin. Während jemand, der abnehmen muss, einfach nur weniger und nichts tun muss. Nun ja, gut, aber so viel dazu. Jetzt bekommt ihr mal wahre, schnelle Tipps an die Hand. Tipp Nummer 1. Ihr habt ein Zeitfenster vor dem Training, wann ihr gegessen haben solltet, aber auch müsst. Das bedeutet, lasst nicht mehr als 4 Stunden vor dem Training unbedingt vergehen, wenn ihr, und wieder, bitte bedenkt, das sage ich jetzt nicht bei jedem Tipp nochmal, Bodybuilding machen wollt. Das heißt, ihr wollt Muskeln aufbauen, das ist das eine, und ihr wollt, dass man diese auch sieht, also nicht zu dick sein. Dennoch, ihr braucht Energie vor dem Training, damit ihr auch vor allem die richtige Progression rausholt und Muskeln aufbauen könnt. Habt ihr mehr als 4 Stunden nichts gegessen? Genetische Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder, aber die sind weniger, würde ich jetzt mal behaupten, als 2%. Dann ist das ein wenig zu wenig. Ihr habt zu wenig Energie für das Training und das werdet ihr auch merken. Esst ihr mal etwas mehr, habt einen größeren Carbload, werdet ihr auf einmal krassere Leistungen bringen, vor allem auch im Kraftbereich und auch länger durchhalten. Also nicht mehr als 4 Stunden vergehen lassen, dann solltet ihr definitiv eine Mahlzeit zu euch genommen haben. Aber, jetzt kommt's, bitte in den letzten 2 Stunden nichts mehr essen. Exakt 120 Minuten vorher, tabu, nichts mehr essen. Es gibt Leute von euch, auch da, die das vielleicht 1 Stunde, 1,5 Stunden vorher machen können. Vor allem, wenn sie dann auf nüchternem Magen das Ganze machen. Das geht. Aber zwischen 2 und 4 Stunden sollte es sein. Und in diesen 2 Stunden, haltet es mal diszipliniert durch, ist es absolutes Tabu, egal was. Wenn euch jemand einen Schokobon anbietet, dann denkt ihr auch, es sei nur ein Schokobon. Und das sind 82 Minuten vor dem Training. Ich nehme diesen dann nicht, selbst wenn ich Appetit drauf habe. 2 Stunden vor dem Training, in diesem Intervall gibt es nichts mehr. Nüsse? Nein, da sind viel Fette drin. Wollen wir nicht. So halte ich das seit Jahr und Tag ein und habe Resultate erzielt, die jenseits eines normalen Naturalstatus sind. Und ich glaube unter anderem wegen dieser sehr pedanten Art und Weise damit umzugehen. Also, ihr sollt eine feste Mahlzeit haben davor und bitte 2 Stunden davor nicht mehr, aber auch nicht mehr als 4 Stunden davor vergehen lassen, ohne zu essen. Jetzt aber noch ein Tipp, der mit dazu gehört. Daraus mache ich mal keinen extra Tipp, das könnt ihr als Bonustipp für euch sehen. Und zwar
Sorgt dafür, dass es eine vollwertige Mahlzeit ist. Nehmt ihr da einen Shake zu euch, selbst wenn da Kohlenhydrate drin sind, dann ist das bereits flüssig, damit wird es viel schneller verdaut und dann habt ihr auf einmal doch zeitlich viel schneller alles parat und verdaut, als es sein sollte. Das kann man auch wiederum, wenn es darauf ankommt, eine Stunde vorher machen. Mit einer richtigen Mahlzeit meine ich tatsächlich sowas Kräftiges, Kerniges wie Spaghetti, wie Reis mit irgendetwas oder sonst was. Also eine richtige Mahlzeit. Da dürfen auch Fette drin sein und sonst was. Ihr kennt euch selbst besser. Seid ihr Leute, die langsamer verdauen und noch ein Völlegefühl nach 3 Stunden habt, dann macht das 3 Stunden davor. Seid ihr Leute, die schnell verdauen, hey, dann könnt ihr das gerne direkt 2 Stunden davor machen. Aber versucht es mal in diesem Intervall und dann habt ihr Trainingsenergie und verbratet die auch im Training und dann ist alles gut. Tipp Nummer 2. Gehen wir chronologisch weiter. Intra-Workout, was auch immer ihr zu euch nehmt während des Trainings. Mit dem Intra-Workout ist aufzupassen. Der kann Wunder wirken. Sollte eure Trainingseinheit länger als 1 Stunde gehen, kann es sein, dass der gar nicht mal so schlecht ist. Seid ihr sowieso mit Energie voll und tendenziell habt auch einiges an Fettreserven, seid ihr Leute, die wahrscheinlich nie ein Intra brauchen und genug Energie habt, wenn ihr nur einmal an der Reisschale schnüffelt und wenn andere Leute, eher so wie ich, selbst 2 Stunden vorher gegessen haben bei einer Rücken- und Beineinheit, macht ein Intra-Workout doch noch einiges an Unterschied aus. Auch wenn ihr 3 oder 4 Stunden davor gegessen haben solltet, also die Zeit schon ziemlich ausgenutzt, ist ein Intra-Workout gar nicht mal so schlecht. Spätestens dann aber Pflicht, wenn ihr das mal versäumt haben solltet, 5 Stunden davor oder sonst etwas, dann setzt wenigstens auf schnelle Energie im Training. Ansonsten Wasser und nichts anderes. Und wenn ein Intra-Workout-Shake, bitte kommt nicht auf so einen Quatsch wie 3,5%ige Milch, habe ich schon gesehen, dass das Leute direkt neben der Bankdrückmaschine hatten. Immer bereit. Oder ein Bierchen oder sonst irgendetwas. Alles, was schnell verdaubar ist. Also am besten so etwas wie Dextrose da drin, ein paar einzelne Aminosäuren, EAAs, BCAAs, aber auch keine Proteine, kein Proteinshake. Bitte, so etwas nicht. Alles, was schon fast vorzersetzt ist und innerhalb von 5 Minuten da ist, wo es hin soll. Das sind Intra-Workout-Zutaten. Ansonsten holt euch ein Intra-Workout von irgendeiner Marke. Das reicht, das ist gut. So viel zum Intra-Workout. Tipp Nummer 3. Jetzt sind wir in der Post-Nutrition und eine der wichtigsten überhaupt. Und wenn ihr das jetzt abgerundet habt, die Pre-Nutrition, die Intra-Nutrition und die Post-Nutrition, behaupte ich, habt ihr schon 50% der Ernährung getan und verwirklicht, wenn ihr da euch wirklich dran haltet, die ein Bodybuilder haben muss. Der Rest ist dann noch grobes Feintuning, aber 50% des Weges sind mit diesen 3 Tipps getan. So, der Wirbel, bevor ihr das jetzt hört, sofort den Daumen bitte drücken, dann vergesst ihr das auch nicht später. Es geht darum, dass ihr nach dem Training nicht den berühmten Proteinshake sofort nehmt. Oh mein Gott, schon genug dazu gesagt und vielleicht kommt auch mein eigenes Video, denn ich habe gehört, nicht jeder weiß es, ist nicht eure Schuld, dennoch hätte das schon längst bekannt sein sollen. Nach dem Training seid ihr meistens ziemlich fertig, außer ihr habt nur die linke Wade trainiert, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten hat euer Körper erstmal einen riesen Notstand, Alarmstufe rot, ihr braucht Energie. Und nichts anderes. Und gebt ihr dem Körper was anderes, sorgt er dafür, dass er daraus Energie macht. Das heißt, jeder Proteinshake ist eigentlich verschwendet. Und nicht nur das. Er stoppt auch den Körper davon, sofort alles zu bekommen, was er haben möchte. Also im Prinzip, ne, mit den großen Sirenen schnell ins Krankenhaus gefahren, wird man eben gestoppt, wenn man im Stau liegt. Und der Stau ist dann eben, dass er ein bisschen was zersetzen muss. Proteine müssen zerteilt werden in einzelne Aminosäuren. Und wenn die dann auch noch angemixt sind mit schöner Milch oder so, dann sind da Fette drin und dann ist es auch noch schwerer, da dran zu kommen. Brauchen wir alles nicht. Alles muss schnell gehen nach dem Training. Und das Erste, was ihr braucht, sind Kohlenhydrate. Heißt also Zucker, einfache Zucker, Dextrose, also etwas. Das könnt ihr in Form von Obst machen. Da ist genug Fruchtzucker, Fructose drin. Oder Dextrose auflösen, irgendein Pulver, das ist die schnelle Art. Oder auch ganz schnell sowas wie Traubensaft, Apfelsaft, irgendwie sowas. 300 bis 500 Milliliter danach und das gibt einen ordentlichen Schuss. Mein persönlicher Tipp, Traubensaft hat ca. 16 bis 17 Gramm, meistens 16,9 Gramm. Zucker pro 100 Milliliter, davon 300 bis 500 Milliliter, das schießt ordentlich durch und dann seid ihr erstmal auf der sicheren Seite. Dann sind nämlich all die Lücken gedeckt, die euer Körper dort lässt und unbedingt gestopft haben muss und dann, Viertelstunde später, könnt ihr weitermachen.
aber erstmal nichts anderes. Was ihr machen könnt, mit der Fructose zusammen, mit dem Zucker zusammen, Kreatin noch mit da rein. That's it. Danach können wir anfangen, Aminosäuren hinzuzuführen und dann später der Proteinshake und die volle Mahlzeit. Aber erstmal sind wir da. Und damit kommen wir auch direkt zu Tipp Nummer 4. Wir gehen weiter in der Post-Nutrition. Der Shake, der Proteinshake kommt dann auf diesem schön gemachten Teppich. Die Energie ist wieder drin und dann solltet ihr eure Proteine zu euch führen. Aber auch hier gibt es wieder ein Intervall. Es sollte schon mindestens in den ersten 30 Minuten nach dem Training und nachdem eben Zucker kam, Aminosäuren, mindestens 10 Gramm oder eben Proteine da sein. Ob jetzt ein Whey-Isolat oder ein Whey, die sind beide relativ schnell, das ist gut, die werden schnell zersetzt und dann habt ihr Proteine. Aber es sollten schon mindestens 10 bis 30 Gramm innerhalb dieser Zeit dazukommen, weil das ist auch ein Notstand und dann habt ihr erstmal das Nötigste gemacht. Wenn dann eine große Mahlzeit kommt, wo auch Fette drin sind, hey, dann kann sich euer Körper ruhig Zeit lassen, bis die nächsten Proteine reinrasseln. Das heißt, selbst wenn ihr danach 3 Eier mit Pute und Fisch esst, das muss der Körper erstmal alles zersetzen. Aber er hat ja einfach schon vorher ein paar Gramm Proteine bekommen. Alles gut! Und bis die dann zersetzt sind, braucht er die nächsten und dann ist alles super. Aber haltet das mal ein. Erst quasi Zucker, Tipp Nummer 3, und dann innerhalb der nächsten 30 Minuten definitiv noch 10 bis 30 Gramm Protein hinterher schicken. Und jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 5 und damit setze ich ein ganzes Netz um euren 24-Stunden-Zeitablauf, was natürlich enorm wichtig ist und das sind Proteine grundsätzlich. Haltet euch so mal an das Muster, auch wenn es schon echt teilweise durch YouTube gegangen ist, dass es so unbeliebt ist, braucht man alles nicht und Ärzte sagen oder Medizin sagt und sonst was, haltet euch mal grob, auch die Ladies da draußen, an 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Denn es dreht sich immer im Bodybuilding alles nur bei der Nutrition um auf Nummer sicher gehen. Ihr wollt Gains auf gar keinen Fall verpassen. Das auf gar keinen Fall. Zu viel haben ist gar nicht so schlimm. Es gibt bei Protein, da dauert es wirklich, da müsst ihr wirklich kiloweise zu viel haben, damit es irgendeinen Schaden nimmt, Nieren und dergleichen. Was auch immer ihr gehört habt, das passiert nicht, wenn ihr am Ende des Tages mal aus Versehen 56 Gramm zu viel habt. Nein, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Auch so etwas wie 40 Gramm zu viel ERAs. Oh Mann, nein, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Das heißt, deckt gerne alles ab. Und wann auch immer ihr da draußen, besonders bei meinen YouTube-Kollegen, hört, oh, braucht man gar nicht, ist viel zu viel. Wer braucht denn schon Intra-Workout, BCAAs und ERAs, ist viel zu viel. Aminosäurepool hier und da. Tja, lieber habe ich dieses viel zu viel, statt auch nur für 2,5 Minuten am Tag keine Aminos zu haben, wenn mein Körper sie gerne hätte. Und dann verpasse ich vielleicht irgendetwas. Auf Nummer sicher gehen. Und darüber hinaus macht es Spaß und es schmeckt, also warum nicht? Wer natürlich es knapp mit dem Geldbeutel hat, hey, das ist was anderes. Aber hier will euch keiner betrügen. Ich will euch nicht betrügen. Ich verkaufe euch hier keine Supplemente. Ich kann euch nur sagen, was ich seit 20 Jahren mache. Und natürlich würde ich gern durch die Glaskugel gucken und schauen, wie sähe ich jetzt aus, wenn ich das alles nicht gemacht habe. Trotzdem, alle Indizien, die man da draußen hört und alles, was einem erfahrene Bodybuilder sagen, spricht diese Sprache. Sorgt dafür, dass ihr diese 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht habt und dass ihr die möglichst gleichmäßig auf den Tag verteilt. Also, selbst wenn ihr Intermittent Fasting macht oder so etwas, dann bitte nicht 200 Gramm Protein morgens und dann den ganzen Tag nicht mehr. Davon haben wir auch nur relativ wenig. Sorgt dafür, dass ihr die möglichst über den Tag verteilt. Gerne nochmal kurz vorm Schlafen gehen und direkt nach dem Aufstehen. Und dann habt ihr eine Proteinabdeckung. Also, um es nochmal zusammenzufassen, mit Tipp Nummer 5 habt ihr ein allgemeines Netz der Proteinabdeckung, die ihr als Leistungssportler, gerade als Muskelleistungssportler braucht. Und mit Tipp Nummer 1 bis 4 sorgt ihr dafür, dass vor dem Training die Energie da ist für das Training, um auch richtig was aufzubauen. Während des Trainings eine optimale Versorgung da ist, wenn es zu euch passt und nach dem Training die Notversorgung gestopft wird. Wenn ihr diese Tipps einhaltet und da nochmal gesagt, beim Muskelaufbau, beim Bodybuilding und dass jeder von euch, selbst wenn ihr zu viel Fett habt, diese Tipps einhaltet, dann macht ihr schon mal 60-70% richtig. Alles andere, welche Fette brauche ich? Habe ich genug Omega-3? Sollte ich Citrullin zu den AAKGs nehmen? Sind Waldpilze besser als, keine Ahnung,
All das ist Feintuning und ihr macht euch meistens zu sehr den Kopf und das hält euch wiederum davon ab, Erfolge zu haben, als einfach nur grobe Richtlinien einzuhalten. Zu den groben Richtlinien können wir gerne mehr machen. Ab in die Kommentare, wer mehr wissen möchte und zu einzelnen Themen noch was wissen möchte, auch zur Ernährung. Ich weiß, da muss mal viel mehr kommen, aber wie schon gesagt, es ist so das lästige Thema. Entweder man macht immer zu wenig oder es ist einfach viel zu viel und man macht sich zu viel Kopf und Gedanken. Dennoch bin ich offen für eure Kommentare und gehe gerne darauf ein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, jetzt nochmal spätestens ein Like da lassen. Ansonsten Kanal abonnieren und vor allem mal studieren. Denn zu vielen dieser Fragen gibt es bereits Videos von mir und ich bin fast auf jedes einzelne Video stolz. Also macht es gut. Das war's von mir. Euer Gotti. Adios.